Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Im Kampf gegen einen fliegenden Topf, bei dem wir hoffen, dass er nicht das Mafuba auslöst und den armen Red 13 in sich reinschluckt. Aber egal, lange Rede. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht direkt mit dem Kampf los. Ich weiß nicht, ob ich mir das... okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Ich werde jetzt einfach trotzdem... ich hatte überlegt... auf Analyse zu verzichten, aber ja, es war klar. So, ärgerlicherweise muss man... Was war das denn? Hat der Apfel das nicht gemacht? Lebensextraktion. So eine Sau ist das. Okay. Dafür kriegt er erstmal einen Blitz. Au. Was war das denn? Oh nein. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gucken, welcher das mit dem Kopf ist. Giftkapsel. Oh. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, ich wechsle mal auf Barret. Und Neurokapsel A. Wow. Raus da. Nicht in der Mitte stehen. Raus aus dem Gift, Junge. Heil dich mal lieber. Oh, kann ich nicht heilen. Barret kann. Magie. Okay, oder auch nicht. Barret kann Cloud zumindest Hass geben. Und Cloud kann neben dem Limit Break sich auch erstmal einen Megatrank geben. Und jetzt den Limit Break ruhig auf die Neurokapsel A setzen. Das war's dann. Geht auch so weit auf in der Ecke. Nee. So, Alter, der hat schon wieder ein Limit Break offen. Lol. Kreuzschlag. Hau einfach irgendwo drauf. Hauptsache die Dinger sind weg. So, haben wir's? Das war abzusehen. War's das? Sind die Dinger kaputt? Haben wir's überlebt? Sieht so aus. Sehr gut. Dann mal eben schnell hier heilen. Wir haben hier ganz schön was abbekommen. So. Das nächste Mal sollte Barret am besten Barriere casten oder sowas. Und nicht nur Hast. Ach Mist, ich glaube von da sind wir gekommen. Wir müssen da lang. Eine Bank, okay. Bin mal gespannt. So, wo hocken wir denn jetzt? Tja, langsam wird das alt. Ja. Schon wieder eine. Lasst uns den anderen Bescheid sagen. Schon wieder eine Ecke. So, wie weit sind wir denn jetzt? Ich glaube, einen Bereich müssen wir noch. Aus 1 sind wir gekommen. 2 und 3 haben wir. Sektion 4, was? Um die Tür zu öffnen, müssen wir zurück zum zentralen Kontrollturm. War ja klar. Zurück können wir nicht. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Okay, Moment. Nee, hier ist doch nichts. Aber wie ihr schon gesagt habt, ich habe hier auch gerade eben noch diesen Ruhebereich. Hier war noch ein Ruhebereich. Trotzdem möchte ich hier erst noch mal ein bisschen links und rechts gucken.
So, erstmal zum Ruhebereich. Wo ist er denn? Da lang? Da ist er. Erstmal kurz einmal hinsetzen. Ja, ich merke es auch gerade. Das ist irgendwie. Irgendwie will mich dieses Spiel ein bisschen veräppeln. Aber egal, wir können zumindest ein paar Tränke kaufen. Und ich meine, wir haben ja recht viele davon, von daher alles gut. Wir müssen eine Verbindung aufbauen. Ja gut, dann müssen wir jetzt mal wieder Tifa und Aerith irgendwie erreichen. Ah, ich würde fast meinen, hier einfach mal runter. Sektion 2, ja toll. Jetzt sind wir im Grunde da, wo wir schon mal waren. Beziehungsweise wo Aerith und Tifa waren. Na komm, irgendwo muss doch hier so ein. So ein Walkie-Talkie rumgeistern. Gehen wir da lang. Ah, na klar. Eine Aktion für Red. Red. Los, do it. Und da drüben haben wir dann auch. Da drüben ist ein Funkgerät. Genau, ein Funkgerät. Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Ich denke schon. Die sind jetzt ganz woanders. Hey, alles okay? Ach, komm. Ihr geht auf Barret, das ist okay, dann habe ich genügend Zeit für euch. Los, rüber da. Verdammt! Nein! Jetzt müssen wir schnell machen. Okay, Red ist in ein tieferes Stockwerk gefallen und muss dort alleine gegen die Horde von Gegnern kämpfen. Eil ihm zur Hilfe, bevor seine TP erschöpft sind. Was? Auch das noch? Okay, kriegen wir hin. Sag mal rüber da. Ja, guter Plan. Nee. Nee. Schlampig. Tifa, hörst du mich? Was ist? Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Klar, die kriegen das hin. Der Ärmste! Schnell zu ihm! So, wo ist der Weg? Da ist der Weg. Oh nein, und jetzt kommen hier wieder... Es war so klar, jetzt kommen die Dudes hier. Aber egal. Maggie, Blitz, Blitz, Blitz. Aerith hat Blitz. Nein! Warum nur? Okay, dann eine Barriere auf Tifa. Ganz schnell. Magie. Blitz auf RT ist hier schockfällig. Dann kann sie auf Hochschulen gehen. Dann haben wir den ersten. Und jetzt fehlt nur noch einer. Ach, der ist noch nicht da. Hier. Wo ist er? Da ist er. Fertigkeit, Hochtouren, Dimensionshammer. Und im Schock. Haben wir. Los, raus hier, weiter hier. Wo geht's hier weiter? Da geht's weiter. Jetzt kommen sie hier noch mit diesen doofen Dudes an. Aber tiefer zum Glück Feuer. Weg. Magie, Feuerer, gib ihm. So, der nächste. Das hat geklappt. Schneller. Das kriegen wir hin. Ah, da ist er ja schon. Glück gehabt.
wieder Magie. Einfach auf mit Feuer auf die Viecher. Okay, sie hat gerade keine Magie offen. Nee, nicht flüchten. Lass sie mal ein bisschen auf die Klappe geben. So, Fertigkeit. Hochtouren. Jetzt geht mal richtig einer ab. Da kann man nochmal einen draufsetzen. Fertigkeiten, Hochtouren. Gleich auf den, der am nächsten dran ist. So. Überlebt. Schluss mit dem Unfug. War echt mal. Alles okay? Dankeschön. Gut gemacht. Wie weit seid ihr gekommen? Wir haben den Zugang zur Sektion 4 gefunden. Allerdings kann man ihn nur vom Kontrollterminal öffnen. Und von oben aus kommt man nicht hin. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Ja, versuchen wir's. Yay. Yes. Noch mehr durch diese Folterkammer. Ich muss ja echt sagen, hier Hojos Gruselkabinett ist echt nicht mein Lieblingsgebiet. Ah, da ist Red und rüber mit dir. Schon unterwegs. Hüp, hüp. Na, wie so ein kleines Ratti hüpft er da entlang. Ja, ich finde es total süß, wie Mäuse und Ratten klettern können. Das ist total niedlich. Ich weiß nicht, ob ich begeistert sein sollte, weil es hier einen Fahrstuhl gibt. Aber hier ist ein Schalter. Wir haben unsere Rolle anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hojo echt nicht ausstehen. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Na also, jetzt darf ich auch diesen Schalter benutzen. Also hier... War klar. Hey, was jetzt? Wow. Nicht mit mir, Mädel. Genau. Einmal kurz runterprügeln. Schluss mit lustig hier. So. Und Sektion 4 freischalten. Nee, ich möchte nicht damit reden. Ich möchte Sektion 4 freischalten. So, öffne den Schalter. Zieh den Schalter runter. Schön. Fein gemacht, Tiefer. Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? So, der letzte Abschnitt hoffentlich. Lass uns Cloud Bescheid sagen. Tiefer? Ja, wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Verstanden. Sehr gut. Aber er ist momentan außer Betrieb. Vermutlich hat Hojo ihn abgestellt. Sieht so aus, als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden. Wartet, wo ihr seid. Natürlich. Als ob wir jetzt noch irgendwie die Gruppe wechseln werden nochmal. Also, dann lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Fein. Jetzt stehen sie hier alle rum und machen einen auf böser Dude. Lass mal Barrett in Ruhe. Effizientes Blocken. Was? Glaub schon. Und die hoffentlich wir lassen den guten Wedge ganz schön warten. Letzte ja. Tür. Er hat echt einen an dir gefressen. Kann sein. Der Typ hat sehr gute Menschenkenntnis. Ja, so wie ich. Auf den kann man sich verlassen. So wie auf mich. Oh.
Oh, das sieht aber schon nach einem größeren Kampf aus. Kann man hier auch lang? Ah. Zumindest ist hier nochmal eine Kiste. Ist hier auf der anderen Seite auch nochmal irgendwas? Ne. Zwei Megatränke. Wunderbar. Ich bin mal gespannt, was jetzt dort hinten schon wieder für eine bestialische Kreatur auf uns warten wird. Das ist aber ein großer, großer Raum. Na komm. Gleich steht da oben Hoyo, macht die Türen zu. Keiner? Jetzt wurde ich aber getrollt. Gibt's ja nicht. Ein riesiger Raum voll nichts. Dass ich das mal erleben darf. Also doch nicht. Ich dachte erst, dass das hier irgendwas Cooles wäre, aber das ist wieder ein Elektro-Ding. Also hauen wir doch einfach mal Blitz raus. Oh, wait. Sieht so aus, dass da gleich irgendwie eine... Ja. Sowas passiert. Den Zitteraal. Jetzt hat Barrett aber die Möglichkeit, nochmal Magie zu wirken. Ich hoffe, das ist zumindest die richtige Masche, die ich jetzt ziehe. Komm, wir machen einfach Analyse, wie es ist. Und, ach, Blitz ist eigentlich relativ egal. Na dann, das hätte ich mal auch wissen sollen. Fliegt er da oben durch die Gegend? Nanu? Was denn jetzt? Verdammt! Oh! Okay. Mit so einer Nummer habe ich nicht gerechnet. Finde ich cool. Gefällt mir sehr. So, jetzt komm mal schön hierher. So ist jetzt hier an dieser Stelle die Kameraführung. Okay, das macht ja, ist ja relativ egal, was wir ihm jetzt entgegendrücken. Ja, aber Eris kann wieder Magie wirken. Blitz. Boah. Aber mal ganz schnell. Und nochmal hier. Heilender Wind von Eris als Limit Break. Alter Verwalter. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber nochmal kurz eine Magie ran.
Sie haben ihn besiegt. Aber das sollten sie ja auch. Die gewünschten Daten hätte ich damit. Dann wollen wir mal die nächste Runde des Tests einleiten. Okay, zumindest haben wir den Fahrstuhl jetzt scheinbar offen. Aber wie wir gesehen haben, wanderte da oben auch noch jemand durch die Gegend. Ist das wieder eine Falle? Der Fahrstuhl ist sicher. Vertrau mir. Na gut, wenn du das sagst. Schon da? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Habt ihr das gehört? Ja, das hören wir und wir wissen auch ganz genau, wer das ist. Das ist Barrett und Cloud, die ganze Zeit an die Tür kloppen und hoffen, dass ihnen irgendjemand aufmacht. Warte, machen wir Pause. Ah, hier war der Schalter. Scheint von hier aus verschlossen zu sein. Sollen wir sie aufmachen? Na sicher. Wieder vollzählig. Also nichts wie durch da und rauf aufs Dach. Auf der anderen Seite ist ein Fahrstuhl. Ob er fährt oder nicht, liegt allerdings an Hojo. Yay! Cloud Tifa Eris. Oh, Tifa hat nur noch einen Magiepunkt. Nein, diesmal nicht. Diesmal laufe ich hier entlang und hoffe einfach, dass ich jetzt wieder an der Stelle ankomme, mit welcher ich mich heilen kann. Und ich wette, genau jetzt kriege ich keine extra Heilung. Oder so ein Glück. Der Fahrstuhl funktioniert anscheinend. Dann hat Hojo vermutlich, was er wollte. Wir haben ihn ja auch ordentlich bedient. Ja, Barrett. Da glaube ich irgendwie nicht so ganz dran. Wir sind wieder zurück. Ja. Hey. Aber hier fehlt doch was. Was ist hier passiert? Jemand war hier. Das ist auch unsere Richtung. Gehen wir. Okay, hier hat jemand, was er wollte. Und hier sieht man ganz viel Schlabberdilabber Pudding auf dem Boden rumliegen. Na dann. Stellen wir uns dem größten Feind der Menschheit. Fast am Ziel. Da oben sind nur noch das Büro des Direktors und das Dach. Warte! Wenn wir da raufgehen, gibt's vermutlich kein Zurück mehr. Bist du sicher, dass du das tun willst? Oh. Mit dem Fahrstuhl von gerade kommen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Wenn du noch was erledigen willst, tu es jetzt. Was sollte ich denn hier unten noch machen? Hoch da! Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Okay. Blutige Spuren am Boden entlang.
diese Musik. Ich hatte mich damals, als diese Musik das erste Mal gehört habe, gefühlt wie in einem Horrorfilm. Okay, dann können wir nicht lang. Dann gibt es wirklich nur noch einen Weg. Kleiner Moment. Lebenspunkte? Ich glaube irgendwie nicht daran, dass wir hier nochmal die Möglichkeit haben. Ich mach's jetzt einfach. Es ist ja egal. Wir haben genügend Items. Gegenstände. Äther. Lieber einmal zu viel als zweimal zu wenig. Okay, los geht's. Wir hätten natürlich auch Elixiere nehmen können, aber irgendwie hatte ich keine Lust auf Elixiere. Haben wir hier irgendwas? Vielleicht noch irgendwelche kleinen Sachen? Ne, das sieht mir nicht danach aus. Na dann ab durch die Tür. Creepy Moments. Da habe ich doch gerade was gesehen. Ne, das sah nur so aus, als ob. Kann mal einer das Licht anmachen, Mensch? Muss man aufpassen, dass man nirgendwo gegenläuft. Gehen wir den Weg? Oder gehen wir den Weg? Ich glaube, am Ende ist beides egal. Und sind beides die gleichen Wege. Oh wei. Die Tür von El Presidente, würde ich mal behaupten. Wir machen hier einen Cut. Einfach, um nicht innerhalb einer Cutscene cutten zu müssen, gegebenenfalls. Also, bis zur nächsten Folge Final Fantasy VII.